Are you ready? Yes. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe Özlem wieder mit dabei und wir haben heute unsere aktuellen Drogeriefavoriten, die es sich wirklich lohnt, einmal genauer anzuschauen. Und ich freue mich auf ein neues Video und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie schüchtern ich auf einmal bin, nur weil die Kamera an ist vorher. Blablabla. Jetzt hänge ich hier so, hallo, ich bin Özlem, ganz schüchtern. Was soll ich machen? Ja, wir haben heute ganz, ganz viel vor. Wir haben zwei Videos gedreht für euch. Dieses Video auf meinem Kanal und auf Özlems Kanal haben wir ein bisschen Tigesbild. Wer würde eher verschiedene Sachen tun und ein paar kleine Geheimnisse gedroppt. Also schaut gerne nach diesem Video einmal bei Özlem vorbei in das Video auf den Kanal und lasst ein bisschen Liebe da. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal, was du für spannende Produkte dabei hast, weil ich finde, das ist immer eine spannende Sache. Wenn du jemanden kennst, der auch Beauty-Content macht und genauso viel mit Make-up zu tun hat, aber ganz, ganz andere Produkte favorisiert als man selber, dann bin ich gespannt, was du dabei hast. Ich zeig dir heftige Sachen. Ja? Ja. Auch so ein paar Techniken? Wie du so... Du musst jetzt nicht in die Tiefe gehen, ein bisschen vielleicht. Ich erinnere mich ans letzte Video, was wir gedreht haben. Da war ich gefühlt schon fertig mit meiner Base, da hast du noch vorbereitet. Mm. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie Özlem es diesmal macht. Özlem macht immer eine ganz besondere Art und Weise, wie sie ihr Make-up macht. Und ich habe so meine YouTube-Schritte drin und du machst ganz anders. Ja, also ich gehe heute nicht so in die Tiefe von der Base, weil teilweise hänge ich da wirklich sehr lange dran mit vielen Produkten. Aber ich zeige euch schöne Drogerieprodukte, mit denen ihr was Tolles aufbauen könnt. Das Make-up wird jetzt nicht so besonders, weil ich bin jetzt nicht die heftigste Make-up-Artist-Tussi. Aber ich kenne mich sehr gut aus mit Sachen und hier kann ich wirklich alle empfehlen. Also ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das ein oder andere Produkt sehe ich hier schon und an das erinnere ich mich auch. Und da muss ich sagen, du bist so eine Maus. Wenn du einen Favoriten gefunden hast, du bleibst bei diesem Favoriten. Ich suche immer weiter nach Sachen, die besser sind, vielleicht auch günstiger, aber teilweise finde ich keine. Ne? Krass. Das ist halt dann das Ding. Also. Aber das ist ja völlig fein. Bei mir ist gefühlt jede Woche was Neues, was ich gerne liebe. Aber ich glaube, da ist auch bei mir, weil ich halt sehr, sehr viele Sachen jeden Tag irgendwie teste, finde ich immer eine bessere Alternative zu dem anderen. Deswegen starte ich einfach direkt mit Foundation. Ohne Primer? Ohne Primer. Ich habe meinen eigenen Primer mal gehabt. Und das dieser gemischte, ne, wo du alles selber gemischt hast. Nee, den mit Rival Loves Me, der war top. Ja, ja, den. Aber da es den nicht mehr gibt, benutze ich den nicht mehr. Ich kann so ohne Primer leben. Da fängt das schon für mich an. Ich bin im Moment so Sonnenschutzding. Also ich glaube, ihr seht das auch. Ich sehe im Moment aus wie eine kleine Wassermaus, die 3 Wochen lang zu lange im Wasser gelegen hat. Ich trage jeden Tag gerade Lichtschutzfaktor 50. Ich sehe einfach nur tot aus. Den hier. 3 Tage Berlin haben mich zerstört. Ja, das glaube ich. Aber gut, Özlem kommt ja auch nicht aus Berlin. Wo kommst du? Erzähl mal ein bisschen für die. Hallo, ich bin Özlem. Ich komme aus der Nähe von Flensburg, aus dem Dorf tatsächlich. Und da habe ich gerne meine Ruhe. Bin Hausfrau, Hundemama, Beauty-Tussi. Ich bin die immer überall alles testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Mhm. Aber bei solchen Videos wie heute werdet ihr pleite danach. Ja, weil wir euch wirklich nur Sachen zeigen, die wir wirklich gerne benutzen. Ich habe Tatsache, es ist so ein bisschen schwierig bei Foundations im Moment, weil ich für mich persönlich gerade so ein bisschen was anderes mag. Ich nehme jetzt hier von L'Oreal Age Perfect das kollagenstraffende Make-up-Balsam. Oh, mach die Sache nachher hin, damit ich die fotografieren kann für mich. Ich habe diesen Primer von Catrice, das ist der Tensational Primer. Ich dachte erst so, ey, 10 Werbeversprechen finde ich schon sehr heftig. Primer, Hydrating, Natural Glow, bla bla bla. Der ist richtig, richtig klasse. Er funktioniert mit jeder Foundation, die ich genutzt habe, macht einen schönen Rosy Touch. Guck mal, wenn du jetzt zurückspulst, ich sah halt tot aus, jetzt glänze ich schon so ein bisschen und bin frischer. Außer du hast extrem helle Haut, dann funktioniert er nicht so, haben meine Follower mir gesagt. Aber sonst, das ist für mich der beste Drogerie-Primer. Muss ich dir zustimmen, ich habe ihn nämlich tatsächlich letzte Woche in einem Video gehabt, oder? Nee, heute, glaube ich, geht das Video online. 10 Drogerieprodukte, die die Make-up-Industrie revolutioniert haben. Und da war der mit dabei. Weil das so das erste Produkt für mich war, wo ich feststellen konnte, dass Make-up jetzt immer mehr in Richtung Hautpflege geht. Ja, also der hält halt wirklich seine Versprechen, ne? Ja. Dann habe ich hier, ja, völlig zerstört von... Ja, damit komme ich gar nicht klar. Was? Nee, ich finde den so schrecklich. Von Maybelline Löscherauge, die Farbe 05 mit so einem Rosé-Touch, sorgt dafür, wenn du so Augenverfärbung hast, so wie ich, dass du das so schön kaschieren kannst und kriegst nicht so krass in die Falten, weißt du? Echt? Nee, ich finde den so schrecklich. Der ist mir... Also ich habe ja auch sehr, sehr starke Augenringe. Ich hatte ja schon... Corrector drauf. Mhm. Und der ist mir zu hell, der ist mir zu weiß und der ist mir, hat mir zu wenig Deckkraft. Ja, du hast halt auch Produkte, die wirklich alles so abdecken, ne? Also,
Das ist halt das Ding, weil diese Augenverfärbung kriegt man nicht, also die kriegst du ja nicht durch Pflege und so weg, ne? Das sind dann halt teilweise einfach Verfärbungen und da musst du dann so arbeiten. Also ich fahre mit dem richtig, richtig gut. Ich weiß, dass viele von euch den auch sehr, sehr lieben. Aber ihr könnt jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche euren aktuellen Drogeriefavoriten unter, also ich glaube, wir haben hier beide kein Produkt, was über 15 Euro kostet. Ich würde sagen, das teuerste ist, glaube ich, 12,99 bei mir. Bei dir sehe ich jetzt auch nichts, was teurer ist. Ich glaube, alles unter 10 sogar. Ich wollte richtig, dass ihr sparen könnt. Ich glaube, und das ist ja das Schöne, deswegen finde ich es ja auch immer so toll, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ebenfalls so, mir fällt das Wort nicht an, so krass, bewandert. Krasse Make-up-Games sind, wollte ich sagen. Krasse Make-up-Games sind. So, nein, so bewandert mit Drogerie-Make-up sind, weil es ist so schwierig, Leute davon zu überzeugen, wie gut Drogerie-Make-up ist, wenn sie es nicht selbst benutzen. Ja, und das ist halt auch gut, ne, dass Leute wie wir das testen, weil teilweise gehe ich durch die Regale und ich gucke einfach nur, was kenne ich noch nicht, was kann ich kaufen, um es für euch zu testen. Und es sind so viele Flops aber auch dabei, ja, ne? Ja. Und wenn ich mir überlege, da ist dann jemand, der möchte aber nicht irgendwie 10 Mascaras testen, bevor eine richtig gut ist, da denke ich so, ne, mach dir keinen Kopf, das übernehme ich für dich. Ja, das ist halt unser Job. Und teilweise ist Drogerie wirklich besser als High-End und kann locker mithalten. Also das ist halt wirklich auch sehr überraschend. Vor allen Dingen sage ich das halt immer in den Videos ganz total gerne. Dadurch, dass die Beauty-Welt in, sagen wir mal, 5 Großkonzerne aufgeteilt ist, kannst du von der einen Marke das günstigere Produkt kaufen, weil es vermutlich, nicht immer, aber vermutlich, in derselben Produktion gemacht wurde wie das teurere oder das günstigere Produkt. Beispielsweise diese L'Oreal Foundation ist super. Und das ist halt wie so eine Tagespflege, aber hat trotzdem genug Deckkraft, sieht super, super schön auf der Haut aus und ist ein perfektes Dupe zu dieser Bobby Brown Jones Road Geschichte. Nein! Nee! Oh, ich habe extra einen neuen Pullover angezogen, damit ich aussehe wie ein Mensch in dem Video. Hast du Geilseife da? Geilseife? Was ist denn Geilseife? Das ist so ein Zeug, da ist so eine Bürste dran, das machst du auf so Flecken und dann sind sie weg. Ich habe so für so einen Teppich Hundekotze. Nein, Bruder, ich schicke dir nächstes Mal Geilseife und zeig dir das. Wow, jetzt sehe ich in deinem nächsten Video so aus, ne? Ist auf meinem Kanal, ist nicht schlimm. Ihr wisst, ich bin Schwein manchmal. Wir zoomen einfach ran. Ja, bis hierhin Doppelkinn, Mondgesicht. Ich habe keinen Fleck, aber so einen Kopf. Ich habe den extra neu gekauft, damit ich ein Baby. Aber du bist schon bei Foundation, ne? Ja, aber das ist halt eine High-End-Foundation. Okay, aber was ist deine liebste Drogerie-Foundation? Wo du sagst, die funktioniert bei deiner Haut. Wie ist deine Haut erstmal? Trocken mit leichten Unreinheiten. Mhm. Die L'Oreal Serum Tint Foundation, ich habe die nicht mitgenommen, weil die war über 10 Euro. Und ich wollte halt wirklich. Diese Oil Foundation? Nee, das ist von L'Oreal so eine Tinted Serum Geschichte. Ja. Die ist ganz leicht. Ach ja, die. Kannst du aber schön. Die steht aufmachen. Da, ne? Die in der, da links? Ja, ja. Genau. Guck mal. Das ist das. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen fürs Video, weil die war über 10 Euro. Aber das ist so eine sehr, sehr schöne Foundation aus der Drogerie, die man auch gut aufbauen kann. Ja, die mag ich auch total gerne. Wobei ich im Moment, ist mir die auch schon zu viel. Ich bin im Moment total, so ich möchte so ein bisschen Vanilla Girl sein. So ganz wenig, ganz natürlich, zarte Farben, nicht zu viel. Ich probiere mich gerade, aber ich arbeite noch so lange an der Technik, bis ich es euch zeigen kann. Dieses No-Make-Up-Make-Up. Ich habe einen TikTok-Account gefunden neulich. Die macht Make-up und du siehst danach aus wie ungeschminkt, aber krass ungeschminkt. Mm. Und das sah so cool aus. Und das möchte ich gerne lernen. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Augenringe, aber das ist nicht so schlimm. Wir arbeiten dran. Oh, ich schmink mich jetzt in meiner Freizeit auch nicht mehr so doll. Durch meinen Job muss ich das ja so viel teilweise machen. Ja. In meiner Freizeit laufe ich einfach nur ungeschminkt rum. Oder ganz wenig, ne? Mm. Manchmal auch einfach nur so ein Primer, der so ein bisschen Farbe mit drin hat. Ja, also das habe ich mittlerweile auch drin. Früher habe ich mich da, glaube ich, auch immer selber so ein bisschen unter Druck gesetzt und habe niemals das Haus verlassen ohne Make-up. Mittlerweile denke ich mir so, nee, habe ich keine Lust. Ich mache einfach wenig, so ein bisschen Concealer drauf, vielleicht eine schöne Pflege, ein bisschen Creme und dann habe ich eigentlich alles, was ich will. Ich mache auch gerade Concealer drauf. Ich habe jetzt hier einen von Kaya benutzt. Weil er jetzt hier gerade lag. Oh, von denen habe ich im Adventskalender Sachen gehabt. Die haben richtig krasse Tube-Masken. Ja. Ne? Also die Marke möchte ich mir gerne nochmal genauer angucken. Das ist auch eine Influencer-Marke, ne? Echt? Ja, die Gründerin ist eine Influencerin. Ich glaube sogar die größte schwedische Influencerin. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, Concealer ist einmal drauf. Es ist so ein bisschen schwierig. Also ihr merkt schon, wir haben jetzt natürlich nicht ein komplettes Full-Face-Make-up, sondern wir haben uns ein paar Produkte rausgesucht, wo wir sagen, die sind wirklich, wirklich gut und die gibt es teilweise so oder mittlerweile in einer anderen Form wieder. Komm, was ich auch sehr gerne nutze, ist von Catrice dieser, ja, die,
Die Verpackung ist auch schon zerstört. Dieser Sunlover Bronzer, der ist, also das ist für mich so der beste Drogerie-Bronzer, weil du hast nicht so krasse Glitzerpartikel, du kannst aber schon so ein bisschen... Glow, ne? Guck mal, oh, sonnengeküsst, aber mit ein bisschen schlank. Aber der passt bei deiner Hautfarbe halt auch perfekt, ne? Weil der so einen leichten Glow hat, der ist ein bisschen wärmer und dein Unterton ist ja auch schon viel wärmer. Mm. Das finde ich schon gut. Also der ist auch, der hat halt auch nicht dieses künstliche Schimmer, der hat eine gute Farbe, mit der du auch so ein bisschen Schatten zaubern kannst. Mhm. Also den kaufe ich mir immer wieder nach, tatsächlich. Den gibt's, glaube ich, auch noch, ne? Ich brauche einmal Puder. Ich bin ehrlich gesagt im Moment wieder hier bei diesem Coty Erstbund Puder. Das ist fast 100 Jahre alt. Es riecht genauso, wie man denkt. Das mag ich gerne. Back to the Roots. Das kostet aber, das ist halt auch so ein Ding, dadurch, dass es das halt nicht mehr im Laden gibt, sondern nur bei Amazon, glaube ich, oder bei Target in den USA, kostet das halt je nachdem, wie viele Leute es gekauft haben, zwischen 18 und 36 Euro. Guck mal, ich habe jetzt Rouge, aber das ist jetzt halt nicht... Na, das ist okay. Ihr merkt, wir überspringen so ein bisschen. Dafür habe ich einen Drogerie-Blush, den ich total gerne benutze. Das ist der Max Factor Miracle Blush. Das ist ein ganz kleines, unscheinbares Ding. Das sieht man auch fast nicht in der Theke. Das ist die Farbe Soft Murano. Das ist von der Farbe her, vom Feeling her, von der Textur her, ich würde schon fast sagen 1:1 dupe zu denen von Rare Beauty. Habe ich noch nie in der Drogerie gesehen, obwohl ich die sind so mini klein. Ist ein Creme-Blush, sehr, sehr pigmentiert. Ich arbeite ihn mir auch erst in die Hand ein und dann tupfe ich nur ganz, ganz leicht rein. Ich habe nämlich schon so ein bisschen Puder benutzt gehabt und der ist so süß. Was ich auch sehr gerne mache, ist diesen Bronzer, ich nehme jetzt den Rouge, aber den Bronzer so als Lidschatten zu machen. Erstens settet das deinen Concealer, der kriegt da nicht so krass in die Falten. Und zweitens hast du dann so ein bisschen Tiefe, ein bisschen Farbe auf dem Auge. Oh, das sieht auch voll hübsch aus. Ich mache das manchmal gern mit Rouge und sonst mit Bronzer halt, ne? Weil ich finde, das gibt dem Ganzen noch so einen Touch. Das finde ich sehr, sehr süß. Ich habe jetzt tatsächlich eine Sache vergessen. Ich wollte nämlich erst noch Contour benutzen. Und das habe ich extra nochmal mit ins Video genommen, weil ich habe das für mich gestern für euch vor 1-2 Wochen bei TikTok gezeigt. Und das ist so eine Sache, die ich bei TikTok nicht verstehe. Ich zeige das Produkt, ich sage, wie das Produkt heißt, ich schreibe das in das Video mit rein. Was benutzt du? Das hier, Freunde, ist eins der besten Contouring-Produkte im günstigen Bereich. Das ist ein Cream-Contour-Produkt von Elf. Der Putty Bronzer. Ich blende es hier euch nah ein. In der Farbe Feeling Shady. Der ist grau. Also der ist literally wirklich grau und... Der lässt sich super leicht verblenden. Ich habe hier einen Pinsel, auch danach werde ich immer gefragt, Letizia Lehmark aus der Noir Series N15. Einmal rein, vielleicht zweimal und dann direkt hier hin. Und du hast sofort kalt. Und den kannst du dann perfekt in den Blush mit reinblenden. Aber kann man Elf vor Ort kaufen? Nee, ne? In manchen Drogerien ja, aber nicht überall. Und Müller hat, glaube ich, ein paar Sachen von Elf. Ansonsten Douglas. Oder selber bei Elf bestellen. Es dauert dann halt eine Woche, bis es da ist. Manchmal auch zwei, je nachdem. Aber ich habe da noch nie Probleme mit dem Zoll gehabt. Und die Sachen sind so gut. Und ich muss dazu sagen, Elf hat sich mittlerweile auch zu einer richtig krassen Dupe-Marke entwickelt. Jedes Produkt, was die rausbringen, ist eine sehr günstige und das ist das Beste daran, eine gute Alternative zu teuren Produkten. Sei es dieses Contouring-Produkt oder der Halo Glow Liquid Filter. Ich habe von denen so eine Feuchtigkeitspflege gehabt. Die war richtig, so eine Probe, die war richtig klasse. Und die haben schon gute Sachen. Ja, Elf ist mir auch noch so ein bisschen zu unbekannt in Deutschland. Aber es kommt langsam. Und die Sachen sind halt wirklich gut. Das sind super günstige Sachen. Die Qualität ist top. Das Packaging ist halt immer so ein bisschen einfach. Ne? Also das ist ja super, super unscheinbar. Aber das ist halt das Ding. Das erzähle ich euch ja immer wieder. Dadurch, dass das Packaging so einfach gehalten ist, ist es natürlich auch günstiger, das Produkt herzustellen. Dementsprechend ist es günstiger, das Produkt zu kaufen. Guck mal, ich benutze jetzt für meine Augenbrauen von Got2Be dieses Glutzeug. Magst du das gerne? Ja. Oh, ich finde das schrecklich. Echt? Ja. Warum? Mein Name ist die borstige Augenbraue unter anderem und das klappt. Nee, das sah mir immer aus wie... Ist schon krass zugeballert. Ja, du darfst es danach nicht mehr berühren. Ja. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich hänge tatsächlich immer noch hier bei diesem Anastasia Brow Freeze. Aber jetzt aus der Drogerie, muss ich sagen, habe ich jetzt... Ich kenne welche, die leichter sind von der Haltbarkeit. Aber teilweise sind die mir zu stark. Dann hast du weiße Spuren und dies und das. Oder hast hier überall so einen Klebefilm. Das ist halt auch nicht toll. Aber ich habe gehört, dass ganz, ganz viele davon Haarausfall an den Augenbrauen bekommen haben. Ich habe mein eigenes Serum, die sprießen und wachsen. Jetzt zeige ich euch die heftigste Contouring-Palette aus der Drogerie.
Das ist von NYX, die 3 Steps to Sculpt Palette in der Farbe Fair, ganz wichtig. Ja, scheiß mal auf den Highlighter, der ist jetzt nicht so relevant, aber der Ton ist perfekt arschig zum Konturieren. Du hast einen schönen hellen Ton, um das Ganze nochmal auszugleichen. Das ist für mich, seit Jahren benutze ich sie, ich habe nichts gefunden in der Drogerie, was vergleichbar ist. 8 Euro oder so, also ist schon eine sehr heftige Sache. Und dann kannst du hier so runtergehen, deine Kontur ein bisschen verschärfen. Die NYX hat wirklich gute Produkte. Was ich sagen, ich kannte nur diese riesengroße Palette. Ich wusste, aber das werden wahrscheinlich dieselben Farben sein. Nee, die tatsächlich nicht so. Nee? Also okay. Da ist ein minimaler Unterschied, soweit ich das sehen konnte. Krass. Oh, aber die ist halt perfekt, ne? Und eigentlich hätte ich Medium genommen, weil ich bin ja nicht fair, aber dann wird's alles zu warm. Da kannst du nicht mehr gut konturieren und arbeiten. Aber du bist auch eher wirklich eine Pudermaus, ne? So nimm Puder Blush, Puder Highlighter, Puder Bronzer. Also mittlerweile benutze ich sehr gerne Cream Produkte, aber ich habe jetzt fürs Video keine, weil ja, wegen dem Preis. Ich habe jetzt vor kurzem Charlotte Tilbury ausprobiert. Bruder, ich habe mir alles für das Video selber gekauft. 500 Euro, ein YouTube-Video, das da, ich habe über ein Jahr immer mal wieder was gekauft davon, ne? Aber die haben sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Echt? Ich bin so enttäuscht davon. Mir ist es viel zu warm. Ich habe gerade heute Morgen von Tarte, hat nämlich 1:1 genau dasselbe Produkt rausgebracht und ich habe gehört, ein kleines Vögelchen hat mir gemunkelt, dass es eventuell bald in unserer Drogerie ein Dupe dazu geben wird. Von einer Drogeriemarke. Genau dasselbe. Bronzer, Blush, Highlighter. Ich hoffe, es kommt bald. Ich habe schon gesehen, dass die Theke hier bei mir zumindest auf dem Dorf ausgeräumt wurde. Dann vermutlich in den nächsten Wochen die neuen Produkte einziehen werden. Also seid gespannt für ein neues Drogerie-Update. Mhm. Was fehlt noch bei dir? Lippenstift, Eyeliner. Mhm. Ich will noch eine Sache zeigen. Und ich weiß, viele werden sich ärgern, dass sie es nicht geholt haben. Vielleicht findet ihr es noch in den Restposten. Riva Loves Me. Vibrant Vibes. Soft Radiance Finishing Powder. Hater sagen, es ist ein Highlighter. Ich sage, es ist das perfekte Setting Puder. Es ist nämlich eigentlich ein Highlighter. Und das macht dir einfach den schönsten. Also, ich möchte aussehen, als hätte ich mein Gesicht nicht abgepudert. Ich möchte gleich in deinen Kopf rein. Nass aussehen. Das funktioniert halt nicht bei fettiger Haut, aber so ein ganz zarter Glow ist mit dabei. Voll. Und ich weiß, dass eine kleine Maus von meinem Riva Loves Me Team dieses Video sieht. Und ich weiß, wir werden darüber reden. Dieses Produkt muss in Standardsortiment, egal wie. Egal wie es heißt. Bitte. Bitte. Vielleicht noch ein bisschen dunkler und ein bisschen heller. 3 Stück. Das ist halt so. Stimmt, also so hätte ich auch gedacht, Highlighter, aber so auf deiner Haut. Ich fixiere mein Make-up aber auch mit Highlighter, ne? Wir sind auf ganz unterschiedlichen Wegen unterwegs. Ja, ich möchte halt, mein Ziel ist es immer so, da werde ich immer gehatet, wenn ich sage, so eine junge, frische, pralle Haut zu haben. Oh, das habe ich bei mir schon aufgegeben. Ja, das halt, und das mache ich halt mit Highlighter. Ich habe, bei mir ist der Vorteil, muss ich aber auch dazu sagen, ich habe halt keine Hauttextur. Hm. Also meine Haut ist sehr, sehr. Er hat schon eine heftige Haut. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, was ist denn hier los? Ich so, hast du über Porn? Ja, habe ich hier. Aber meine Haut, ich habe halt nicht so eine große, so ein Relief auf der Haut. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich nichts anderes mache, außer jeden Tag Sonnenschutz zu tragen und jeden Tag Retinol. Kannst du was Gutes Retinolmäßiges empfehlen? Asam liebe ich sehr, die Retinolreihe, weil die nicht so aggressiv ist. No Cosmetics hat ein gutes Retinol. Ja, doch, das sind schon die besten. Also mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme, wo meine Haut halt nicht gleich ausrastet. Ich sehe so blass aus heute. Ein bisschen mehr als sonst, aber ich brauche noch ein bisschen Bronzer. Ich zeige euch jetzt einen richtig tollen Eyeliner. Ich mache aber nur einen ganz kleinen, weil ich will jetzt nicht hier irgendwas versauen, weil manchmal geht das schief. Ja, der ist auch komplett abgenutzt. Also ich teste wirklich viel in der Drogerie, aber ich finde halt manchmal nichts, was besser ist als meine Favoriten. Das ist von L'Oreal, der Superliner. Das Ding ist, ich habe Schlupflider, das ist dieser Speck hier. Und das macht schwierig, einen Eyeliner zu ziehen. Ich mag solche Filzspitzen am liebsten. Da hast du nicht zu viel Produkt, was flüssig ist. Du kannst ordentlich arbeiten. Ein guter Eyeliner muss eine schöne Schwärze haben, weil du willst nicht die ganze Zeit was korrigieren, weil er nicht farbintensiv ist. Der ist super, damit kann ich richtig schön arbeiten. Und von was ist der, L'Oreal? Ja. Okay. Also NYX hat auch einen, aber ich habe jetzt den mitgenommen wegen dem Preis. Und den hat man mehr als NYX Sachen. Ja, klar. Ne? Voll gut. Ja, Eyeliner, da bin ich raus. Ich nehme jetzt auch noch ein bisschen Bronzer in die Lidfalte, damit ich vielleicht ein bisschen frischer aussehe. Die hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Die nehme ich noch mit rein. Die Holiday Skin Palette von Catrice. Oh, da wurde ich gehatet für, weil ich gesagt habe, es ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Produkt. Es ist ja kein 1:1 Dupe, aber es ist eine gute Alternative, wenn du kompakt in einem Produkt einen Bronzer und einen Highlighter haben möchtest.
und den einfach hier so ein bisschen in die Lidfalte. Kleiner Trick für euch, wenn ihr Schlupflider habt, macht euren Wing gerade. Seht ihr das? Ich habe den relativ gerade, anstatt so ganz krass hoch. Ja. Weil so könnt ihr das besser kaschieren. Weil das ist super viel Technik und das ist schwierig mit Schlupflidern. Ich wusste 3-4 Jahre nicht, dass ich Schlupflider habe. Und dann hing ich mal in einem Video und beim Schminken meinte ich so, ey, glaubt ihr, ich habe Schlupflider? Ich habe das nicht gesehen. Mhm. Ich kannte den Begriff gar nicht, ne? Ja, krass, aber das ist voll der gute Trend. Deswegen, ich mache es halt einfach dann... Ich lasse es gleich sein. Oh nein, ich habe noch was vergessen. Den Bronzer-Stick von Essence, den neuen. Den mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Denkt euch den jetzt einfach mit dazu. Der ist sehr, sehr gut. Der ist recht warm, aber in Kombination mit... Oh, ich zeig's euch einfach mal hier. Mit dem von Elf. Wenn du den da so ein bisschen runter machst, hast du halt einen schönen Verlauf zwischen kühl und warm. Mm. Kannst das dann natürlich nicht so... So ein bisschen kombinieren. Das ist sehr, sehr gut. Packaging ist super, super billig. Also das muss ich sagen, das ist sehr enttäuschend gewesen. Aber es ist egal. Am Ende kommt es auf den Inhalt an und nicht auf die Hülle. Ich suche noch den perfekten Lip Liner aus der Drogerie. Aber nicht, wie lange er hält. Das ist mir völlig egal von der Farbe her. Und ich habe noch keinen gefunden, der die Farbe hat in der Drogerie, die ich will. Und das ist der von Morphe hier, die Farbe Sweet Tea. Das ist ein Braun. Sonst nehme ich ja meistens immer einen Augenbrauenstift. Aber... Schaut es euch an. Der ist halt richtig warm braun. Und damit kann ich voll übermalen. Weiß gar nicht, ob man überhaupt noch Morphe kaufen kann. Ich glaube online schon. Ja, okay, mein Eyeliner lief jetzt auch nicht so ganz wie geplant. Sieht man nicht, die Kamera ist weit genug weg. Guck mal, wenn man Eyeliner hat, so, und wenn du Schlupflider hast, guckst du, oh, hübscher Eyeliner, alles weg. Hübscher Eyeliner, Ja, aber das ist schön. Und du zwinkerst ja auch und dann sieht man immer nur so einen Hauch an. Genau, muss spannend bleiben hier. Was ist das Schönste an der Drogerie für dich? In Bezug auf Produkten oder vom Gefühl her? Ja, so. Warum gehst du lieber in die Drogerie als in den High-End-Bereich? Ich freue mich einfach, wenn ich Schnäppchen finde, ne? Schnäppchen, ne? Du hast Essen dort, das ist halt auch nochmal cool. Hast du bei Douglas nicht. Ich wollte eigentlich heute für dieses Video 3 Drogerie-Favoriten zum Essen mitnehmen, aber ich habe gestern Abend so Bock gehabt, so knabbern, ich habe 2 Packungen davon aufgegessen. Ich sag so, sorry, Maxim, Essen ist doch nichts. Finde ich gut. Und du hast die Vielfalt, ne? Du hast halt zum Beispiel bei Rossmann hast du Schreibwarenartikel, finde ich super, nutze ich gerne. Und du hast einfach, das fühlt sich doch besser an, wenn du sparen kannst und gute Produkte hast, so weißt du. Das stimmt. So, auch die Eigenmarken, die sind so toll in der Drogerie, was die so raushauen. Du benutzt eine Mascara? Ja, ich habe jetzt eine von Maxim genommen. Ich habe meine vergessen tatsächlich. Aber die ist gut. Die ist gut. Ich verstehe diese doppelseitigen Dinger nicht. Oh, so ein Primer kann viel ausmachen. Aber es ist ja kein Primer. Es sind einfach nur 2 verschiedene Bürsten. Oh, okay. So ein Primer, ja, dem stimme ich zu. Mach mal deine Mascara. Ich habe einen Lippenstift, Freunde. Und ich rede viel zu selten über den, weil ich die Farbe so toll finde. Aber da steht irgendwas mit Paris. Der ist von Art Deco. Der Lippenstift, der klassische Lippenstift. Ich glaube, die Farbe heißt Made in Paris oder so. 30A. Das ist ein sehr, 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 sehr heller Newton. Und in Kombination mit diesem braunen Lip Liner. Oh, lala. Das ist diese 90s Lipper. So, und damit gehe ich rüber. Und dann. Schönste Nude Lippe ever. Ist halt, auch echt schön gemalt mit diesem Lip Liner, ne? Ich liebe halt sehr, sehr dunklen Lip Liner. Ich hätte gerne, würde ich gerne mal so ein Lip Kit rausbringen. Einen dunklen Lip Liner und einen hellen Lippenstift. Aber es ist halt so schwierig. Wie kann man das ist los? Oh Mann, oh Manometer. Ich habe extra heute Morgen aufgepasst, dass keine Flecken raufkommen, weil ich dachte, ihr dreht 2 Videos. Willst du ein Ersatzoberteil mitnehmen? Dann dachte ich, nein, du schaffst es ja wohl 5 Stunden nicht zu bekleckern. Nein. Lief richtig super. Alternativ habe ich auch noch ein paar Pullis hier. Ja, aber dann sehe ich aus wie so ein kleiner Gangster mit deinem Style. Oder stell vor, ich in so einem Pullover. Hä, da siehst du aus wie eine schicke Hausdame. Ja, aber sobald ich den Mund öffne, nicht mehr. Ja, dann musst du einfach nur... Dich gewählt ausdrücken. Ja, und... Nein, du siehst... Wie heißt denn dieses noble Viertel in Hamburg? Bildstedt ist dieses so ein bisschen... Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das... Oh, wie heißt denn das? Eppendorf? Rote Grund. Ich schaue. Roter Baum. Roter Baum ist auch so ein bisschen schicker. Wie heißt dieses Ding? Da wollte ich mal hinziehen, aber dann habe ich mir die Preise angeschaut und dachte mir, nee. Aber die haben schon gute Bürsten, ne? Also, okay, du hast 2 Bürsten, aber die sind schon beide gut. Ja. So. Eimsbüttel war es nicht. Wandsbek? Bramfeld? Wie heißt denn das? Das ist, sieht aus wie Grunewald hier in Berlin da. Gar keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, was ich meine. Ich benutze eine Mascara, Maybelline Sky High Mascara in Braun. Liebe ich sehr. Ich würde mir aber wünschen, dass sie wirklich braun sind. Und das verstehe ich nicht, warum die Drogerien es nicht gebacken kriegen, braune Mascara rauszubringen. Nicht schwarz-braun, sondern braun. Weil ich finde, das sieht so natürlich aus. Hast du gleich einmal Q-Tipps für mich?
muss das nämlich korrigieren. Wenn ihr euch irgendwas beim Mascara-Schminken daneben geht, wartet, bis es trocken ist und macht es mit einem Q-Tip weg. Setting Spray, das hätte ich eigentlich vor der Mascara benutzen müssen, aber ich habe das vergessen, aber ich zeige es euch gleich nochmal. Krass, deine Wimpern. Mhm, mein Serum ist richtig krass, verstehst du? Und das ist super, damit euer Make-up schön miteinander verschmilzt, weil ich unterscheide immer, das eine sorgt für schönes Verschmelzen, das andere für Halt. Mhm. Für Halt nehme ich Urban Decay danach, ist für mich das Beste, was es gibt, aber damit das Make-up schön verschmilzt, nehme ich das von Balea sehr, sehr gerne. Ist für mich ähnlich zu MAC Fix Plus, nicht ganz so gut, aber mehr als halb so gut und für den Preis alles. Das ist okay. Ne? So, aber das ist 1 Euro, glaube ich, ne? Ja, also 1,50 oder so vielleicht. Das ist gut. Da muss ich jetzt aber kurz warten, bis das Ganze trocknet. Dann nehme ich einen Liquid Lipstick. Maybelline Superstay ist für mich halt immer noch die unangefochtene Nummer 1. Aber die oder die anderen auch? Die in diesen die länglichen, die Viereckigen. Die Ink-Dinger sind auch gut, aber da ist das Gefühl danach so ein bisschen pappig. Das mag ich nicht. Du kannst aber dann so ein Labello rauf tun, dann geht's hier. Es soll beides in einem. Und hier mag ich den Applikator mehr. Du kannst damit eine fettige Pizza essen. Du kannst nach 10 Stunden ihn nochmal zweimal drauf tun, ohne dass es komisch aussieht. Der hält super. Und dann habe ich hier noch... Oh, das mag ich auch sehr gerne. Ne, Ebelin Pinselreiniger. Wenn du, also damit reinige ich zum Beispiel immer nach dem Make-up so Puderpinsel. Sprühst du drauf, machst einfach auf ein Taschentuch und fertig. Pro-Tipp. Ihr habt meine Microfiber Multitools. Falls nicht, ich packe euch hier einen Code rein und den Link zu meinem Shop reduziert. Nehmt dieses Microfiber Multitool, die Mikrofaser, nehmt den Dreck weg. Kauft euch das von DM, gibt's auch, glaube ich, von Rossmann. Pinsel aufsprühen und dann in diesen Microfiber Multitool mit reinreiben und der Pinsel ist sauber. Ich habe auch noch ein Fixing Spray bzw. ein Primer Fixing Setting Spray von Art Deco. Das ist das Setting Refreshing Makeup Base. Ich liebe das. Das macht sehr, sehr glowy. Also das mattiert nicht, das macht nicht, dass es länger hält oder so. Es sieht einfach nur super, super schön aus. Gerade wenn ihr eine trockene Haut habt, zwischen den Schritten, zwischen Concealer, zwischen Primer, immer hier ein bisschen mit reinsprühen. Super. Damit hast du mich sogar geinfluenzt. Das wollte ich dir sogar nachkaufen. Ah, dein Make-up hält dann auch Bombe, ne? Und wenn ich halt noch mehr in der Base mache, sehe ich abends noch richtig, richtig gut aus. Weil das sind auch Produkte, die kannst du nochmal nachsprühen, weißt du? Mhm. Das ist halt das. Oder den Lippenstift. Dann isst du was Fettiges, er ist minimal weg und du packst ihn einfach nochmal drauf. Das ist halt echt gut. Ja, aber krass. Da sitze ich auch lange an der Base für. Ne? Jetzt habe ich so ein bisschen auf schnell gemacht, aber war nicht so schnell wie du. Ja, aber ich glaube, ich bin halt auch ich mache immer so schnell. Ich mache es dann vielleicht nicht so ordentlich, aber es ist schnell. Das war so krass für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich konnte das nicht glauben, dass er in Real Life so flawless ist. Also das hat mich echt sehr überrascht. Ich sag immer, das ist das Licht. Ich werde so oft gefragt, wie ich Lippenstift auch trage. Einfach drumherum. Also ach so, wegen dem Piercing. Mhm. Ich wollte mal einen Ohrring haben. Und dann habe ich einfach zu viel Angst gehabt. Nee. Möchte ich nicht. Ich möchte keine Nadeln in meinem Körper, die irgendwo durchgehen. So Blut abnehmen mittlerweile ist kein Ding. Aber so der Rest. Ha, bitte nicht. Glaubst du, man sieht in der Kamera, dass ich meinen Schnurrbart nicht weggemacht habe? Nein. Okay, gut. Wenn wir das Close-Up machen, vielleicht. Ich gucke gerade so in den Spiegel, ich denke so, oha, was ist denn da los? Bist du fertig mit deinem Make-up? Ich bin fertig mit meinem Make-up. Freunde, fast ein Fullface-Drogerie. Ist jetzt nicht auf das hübscheste Make-up, aber einfach, das damit ihr egal. Die Produkte in Action seht, ne? Das sind unsere Drogerie-Favoriten. Ich bin sehr gespannt, welche eure Drogerie-Favoriten sind. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich auf das andere Video auf ihrem Kanal. Das wird lustig und spannend. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt gerne einmal raufklicken. Ich verlinke es euch unten, oben im i und überall, wo ihr sonst noch raufklicken könnt, werdet ihr es finden. Ansonsten schaut bei L an Helo vorbei. Gut ausgesprochen, manche weiß nicht. Es hat mich sehr gefreut, mit euch Zeit zu verbringen und mit dir. Dankeschön, schön, dass du dabei warst. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.